Dieses Video ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Heinz mit einer neuen Folge Heavy Rain. Ja, wollen wir mal fortsetzen. Heb mal Controller nicht. Nee, was nützt? Nee, das will ich ja nicht. Das will ich ja nicht. Nein. Zurück zum Bildschirm. Ach so, ich muss nach runter, Mensch. Oh, jetzt hast du schon Schreck gekriegt, du. Jetzt hab ich schon Schreck gekriegt, du. Was, Paparazzi? Ah, wo waren wir stehen geblieben? Ach, wir hatten ja, wo wir die Frau da mit den Bums-Traum. Was dann ein Traum war. Neuen Bonus freigeschalten. Wir müssen mal gucken, ob wir Bonus zum Schluss machen oder was zwischendrin machen müssen. Keine Ahnung. Ja, so, wo waren wir denn jetzt? Mittwoch. 7:31 Uhr. Aha. Nee, das war der rechte. Jetzt muss ich mich wieder dran gewöhnen. Oh, eine Weile wieder nicht gespielt. Aber ich komme die Folge ja hintereinander, weil wir sind dann Tage dazwischen oder Wochen. Was ist Wochen? Als die Eltern vom Kirchgang nach Hause kamen, waren alle Kinder verschwunden. Sie suchten und riefen sie. Sie weinten und flehten. Doch alles war vergeblich. Die Kinder wurden nie wieder gesehen. Ich muss hier weg und rausfinden, was dieser Schein bedeuten soll. Dieser Schein? Aha, gehen wir also hinten raus. Ich weiß nicht, wo die Paparazzi jetzt plötzlich herkommen. Haben wir was verpasst im letzten? Achso, ich muss ja wieder umschlagen. Haben wir was verpasst im letzten Video? Hä? Was macht denn der? Bin ich über den Zaun gelangen? Ja. Tatsache. Wo die Paparazzi herkommen, ist mir jetzt... Ei, ich muss die Folge nochmal gucken. Das ist ja jetzt merkwürdig. So, los geht's. Das R2. Machen wir doch. Guck, da stehen sie vorm Haus. Ach so, wegen, weil da das zweite Kind weg ist, ja. Jetzt muss das Spiel wahrscheinlich hintereinander weg aufnehmen, sonst kommt man irgendwie raus aus der Geschichte. Ja, wir müssen jetzt hin. Ich muss es durch die Menge schaffen. Ich kann kein Gedränge ertragen. Es geht einfach nicht. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich kann nicht schneller laufen. Schaffe das nicht. Zu viele Menschen.
Was, R1? Nee, R1. Müssen wir machen? Ich stehe ja gar nicht richtig durch. Den muss ich hier gedrückt halten. Ich weiß nicht, was muss ich hier machen? Hä? Nee, das haben wir doch nicht, schön Mensch. Was ist denn das wieder? Ich verstehe es nicht. Was ist denn jetzt? Oh ne, dann nehmen wir mal von vorne. Was ist denn das für ein Schwachsinn wieder, Leute? Also, was ist der Nervdöten? Mensch. Oh, das könnte mich schon wieder. Ich höre gar nicht auf damit hier, Menschenskinder, ehrlich, nee, hab schon keine Lust, ey, also das ist doch dem Piepen, ein Schwachsinn, Mensch, ehrlich. Machst den Controller kaputt hier? Der hört immer von alleine auf, ich kann's da auch nicht ändern. Ey, das ist der Quatsch, nehmen wir einen anderen. Hier, keine Ahnung, was das soll. Ja, besser geht. Der geht gar nicht. Hast du ihn im Spiel ab. Letzter Versuch jetzt. Pass mal ab an der Stelle. Ja, der hört von alleine. Das ist ein Bug. Scheiß. Feierabend. Mensch, was ist denn das für ein Schwachsinn? Oh, na endlich, ey. Also, ich weiß nicht, was das du wieder war. Keine Ahnung, so ein Blödsinn. So, nu. Tut mir leid, da könnte ich immer alles rasten bei sowas. Hm. Oh, was ist denn jetzt los? Jetzt fallen die alle um. Roter Luftballon. Dad, wo bist du? Jason! Dad! Dad! Jason! Dad! Jason! Jason! Dad! Jason! Wir laufen die Meinung in der Herbst, ist jetzt richtig ist, so ist es nicht. Jason!
Und jetzt? Dad! Ups! Gepäckschließfächer. Aber müssen wir da hin mit der Karte? Wir gehen mal gucken. Oh, das ist jetzt hier. Was müssen wir jetzt drin? Reihe 18, Fach Nummer 3. Reihe 18, Fach Nummer 3. Nee. Zwölf. 16, 17. Was 05? Das 16, 17 ist, dann gehen wir mal hier hin, was ist da der 18 da hinten, 17. Ach, hier, halt, zurück. Nein, ich bin schon mal gespannt, ja. Ja, irgend so ein Karton, hat man das nicht schon mal? Hat denn die einer jetzt auch so einen Karton gegeben? Der im Laden, ne? Sonst vergesse ich wieder, ja, wie die Folgen heißen. Und Namen machen. So, was müssen wir jetzt machen? Oh Gott, mich kratzen erst einmal. Oh, hä, was ist denn hier zum Schrank? Was ist denn das alles? Dann fangen wir damit an. Sie sind bereit, ihm zu zeigen, ihren Sohn zu retten. Joes Werkstatt, Parkplatz, Roosevelt Avenue, Lexington. Aha. Das Akku-Speicherkarte. Hm?
ist er? Dad. Sean. Wo bist du? Mir ist so kalt. Dad. Dad. Wie weit würden Sie gehen, um jemanden zu retten, den Sie lieben? Fünf Origami-Figuren. Jede Figur ist eine Prüfung. Jede Prüfung liefert Buchstaben. Die Buchstaben offenbaren eine Adresse. Aha. Wir sind im Hotel mittlerweile. Gut, dass man das immer mal weiß zwischendrin. Noch ein Bonus freigeschalten ist sowas. Oh, Sie haben eine Trophäe verdient, du Wip. Na sowas, du, wenn das nix ist. Noch eine Trophäe, du, das richtige Schließfach. Meine Güte, du. Der Mörder ist weiß, zwischen 30 und 45. Er handelt nicht spontan, sondern plant seine Taten sehr akribisch. Er hat nichts gegen die Opfer persönlich. Er bedeckt die Gesichter mit Schlamm, so sind sie anonym. Und warum bringt er sie um, wenn er nichts gegen sie hat? Sie sind für ihn nur Abbilder, Symbole. Er gibt ihnen wohl deswegen eine Origami-Figur und eine Orchidee als Geschenk. Eine Art Entschuldigung für das Verbrechen. Interessant. Und was bringt uns das? Für die Verfolgung eines Täters muss man sein Verhalten kennen. Sowas gibt es vielleicht im Fernsehen, aber hier geht es um ein Menschenleben. Weiter, Jaden. Dann habe ich mir die geografische Lage der Fundorte angesehen. Den ersten Mord verüben Täter meist in der Nähe des Wohnorts, um bei Problemen einen sicheren Rückzugsort zu haben. Gewinnt der Täter mehr Sicherheit, bewegt er sich auch weiter weg. Ich habe die Orte, an denen die Opfer entführt wurden, genau analysiert und einen möglichen Wohnbereich des Täters eingegrenzt. Und wie groß ist dieser Bereich? Im Moment 10 Quadratmeilen. Oh, gut. Da leben ja nur ungefähr 10.000 Leute. Wollen Sie sie einzeln vernehmen? Je mehr Hinweise, desto kleiner wird der Bereich. Wir können ihn mit den Verdächtigen abgleichen und so den Mörder ermitteln. Ein Detail ist mir besonders aufgefallen. Die Zeitspanne zwischen dem Verschwinden des Opfers und dem Auffinden der Leiche beträgt 3 bis 5 Tage. Es fallen immer 15 cm Niederschlag, plus minus 10%. Und was soll das heißen? Alle Opfer ertrinken in Regenwasser. Der Mörder tötet nur im Herbst, da regnet es viel. Vielleicht steckt er sie in eine Art Brunnen oder Tank, der oben offen ist und Regen reinlässt. Je mehr es regnet, desto schneller sterben die Opfer. Und wie geht's weiter? Die Profile von zwei Verdächtigen könnten passen, auch bezüglich des Aktionsradius. Ich möchte Sie befragen. Oh Mann, das ist reine Zeitverschwendung. Der Killer läuft frei herum und wir sollten zusehen, dass wir ihn finden. Der Killer ist kein gewöhnlicher Mörder. Intelligent, organisiert und methodisch. Sie werden ihn wohl kaum beim Streifverfahren finden. Lauter machen. Aha. Sagen Sie mir, Agent Jaden, haben Sie Ihren riesigen Erfahrungsschatz aus der Praxis oder nur aus verdammten Schulbüchern? Ich will den Mörder schnappen. Und genau das werde ich tun. Beruhigen. Mit oder ohne Ihre Hilfe. Blöder Wichser! Das reicht jetzt. Sie sagten, 15 cm Niederschlag tötet die Opfer.
Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn der Wetterbericht stimmt, keine 72 Stunden. Ja, na, da müssen wir mal sehen. So, meine Lieben, wir machen aber an der Stelle erstmal Pause. Ne? Müssen wir jetzt mal gucken mit der Vorhörung. Ja, meine Lieben, entschuldigt bitte den Ausraster wieder da, wo wir auf dem Bahnhof. Also, was macht mich da Wahnsinn? Wahrscheinlich muss ich, weil meine PS3 ein bisschen höher steht und wenn ich dann zu weit hier vorne ist, das Signal wahrscheinlich weg hätte. Es ging ja, als ich mich ein bisschen zurückgelehnt habe und den Controller dahin gedreht habe. Also, ist euer Heinz, da könnte ich dann wuschig werden, aber so ein einfaches Ding ja schon scheitert. Ja, alles in allem wird die Entwicklung ja wieder interessant und wir gucken mal weiter, wie es weitergeht. Also ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich freue mich wie immer, nette konstruktive Kommentare. Däumchen da oben, den einen oder anderen abonnieren. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht, dann macht die Glocke an. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.